Vollgefüllte Regale, Preisangaben, eine Geldkasse. Klingt nach Supermarkt, ist es aber nicht. Willkommen im Tante-Emma-Laden Handlung Königin Eismannsberg. Die Tante-Emma heißt hier Margarete König, ist 89 Jahre und damit fast so alt wie der Laden selbst. Hinterm Tresen stehen will sie. Na, so lange muss ich leben. Angefangen hat sie 1947, zu einer Zeit, als noch mit der Reichsmark gezahlt wurde. Heute kommen Euros in ihre Kassette. Die Kunden schätzen vor allem die persönliche Nähe. Ja, wir unterhalten uns sehr, die wo Zeit haben. Es sind ja die Leute bei uns, die wo Zeit haben. Die wollen sich auch unterhalten. Und da bin ich schon da. Da ist sie auf jeden Fall. Wenn nicht im Laden selbst, dann im Wohnzimmer nebenan. Von den Stammkunden wird sie Rettel genannt. Eine Freundin kauft schon seit 6 Jahrzehnten bei ihr ein. Hier gibt es Putzzeug, Alkohol, Lebensmittel, viel Süßes für die Kinder und eine 40 Jahre alte Bürste. Sogar Honig aus dem Hause König. Auch die Milch und die Eier stammen von den eigenen Tieren. Ein Geschäft wie anno dazumal. Heinrich Gabel kommt seit 5 Jahren einmal die Woche aus Altdorf hierher, um frische Eier zu holen. Ich finde, Tante Emma Läden haben allgemein Vorteile für uns, weil wir da einkaufen können, noch persönlich. Ich habe die Hühner gesehen. Ich kenne die Familie inzwischen, sehr, sehr nette Leute und ja, das schmeckt ja auch anders. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Not groß. Rettels Schwiegermutter in Spee ging mit Kolonialwaren hausieren. Die Anfänge des Ladens, der seitdem in Familienhand ist. Dann hat man sich dann gedacht, man könnte da einfach einmal einen kleinen Laden aufmachen, zu dem auch die Leute kommen können. Ne? Da brauche ich das nicht mehr zu verhausieren. Ne? Und seitdem, das wird dann so Anfang der 20er Jahre gewesen sein, ist ganz einfach der Laden hier in Eismannsberg entstanden. Als Rettel in die Familie einheiratete, wurde sie die gute Seele hier. Trotz Konkurrenz von Supermärkten und Discountern ans Aufhören hat sie nie gedacht. Bis in die 70er verkaufte sie außerdem an einem Süßigkeitenstand auf der Kirchweih. Ganz wunderschön. Da habe ich so viele Leute kennengelernt und es war wunderschön für mich, ganz wunderschön. Möchte ich nicht vermissen. Geblieben ist Rettel der Laden, neben der Familie und den vielen Erinnerungen ihr ganzer Lebensinhalt.